Warum ist es wichtig, aus einer Krise zügig herauszukommen? Das ist wichtig, weil der Krisenmodus ein Zustand ist, der sich immer mehr verschlimmert. Das heißt, entweder deine Wahrnehmung verengt sich immer mehr oder im Gegenzug, du bekommst dich immer weniger gefasst, spürst dich immer weniger, hast das Gefühl letztlich, dass du zerfällst. Je länger du in diesem Zustand verbleibst, umso schlimmer wird dein Zustand, das heißt, umso geringer wird deine Kompetenz, Probleme zu lösen, beziehungsweise auch die Kompetenz, aus einer Krise herauszukommen. Deswegen sollst du das so schnell wie möglich beenden. Mein Name ist Thomas Horst Lembke, ich bin Krisen-Turnaround-Coach und ich helfe dir aus deiner persönlichen Krise heraus, damit du dich wieder am Leben erfreuen kannst und damit du wieder für die Dinge, für die Projekte da sein kannst, die dir wichtig sind. Ich zeichne es nochmal kurz an. Krisenmodus heißt, es geht immer mehr bergab. Und das führt letztendlich bis zum Zusammenbruch, bis zur Auflösung. Also Zusammenbruch könnte sein psychischer Zusammenbruch, körperlicher Zusammenbruch, wirtschaftlicher Zusammenbruch ohnehin. Und du solltest zusehen, so schnell wie möglich den Punkt zu erwischen, dass du da rauskommst. Beim Krisen-Turnaround-Coaching sieht das zum Beispiel so aus, dass du hier vielleicht eine Unterstützung findest und du siehst schon, dann geht es noch nicht gleich bergab, noch nicht gleich bergauf. Man wünscht sich das so sehr. Ich bin hier, ich will doch eigentlich nur wieder hoch. Das wird aber in der Regel nicht so sein. Aus folgendem Grund: Du wirst erstmal anerkennen, dass du hier bist, und das macht es schwierig, weil du denkst, dass du noch hier wärst. Die meisten Menschen, die zu mir zum Krisencoaching kommen, die denken, ja, ich habe ein Problem, ich habe ein großes Problem, ich bin hier geschickt worden von meiner Frau, von meinen Freunden, von meinen Geschäftspartnern, die haben gesagt, ich soll da mal hingehen, ich hätte eine Krise, aber ich bin doch noch völlig kompetent. Ja, das gehört zum Krisenmodus dazu, dass sich eben die Wahrnehmung verengt und dass die Selbsteinschätzung nachlässt. Das heißt, das ist der Moment, wo du zum Beispiel ins Krisencoaching kommst und anerkennst, ei, ich bin ja hier. Ich bin nicht mehr hier. Ich bin schon hier an der Stelle. Mir geht es schon wirklich nicht mehr so besonders. In dem Moment, wo das anerkannt ist, das ist der erste Schritt, können wir daran arbeiten, dass du zügig wieder da rauskommst und das heißt auch daran arbeiten, dass du besser dastehst als vorher. Also du wirst nach einem guten Krisencoaching, deswegen Krisen-Turnaround-Coaching nenne ich das, dann wirst du hinterher besser dastehen als vorher. Du wirst auch mehr Krisenlösungskompetenz haben für die Zukunft. Da muss dann also schon noch was ganz Heftiges kommen, wenn dich das nochmal aus den Schuhen werfen soll. Also, warum sollst du aus einer Krise so schnell wie möglich herauskommen, damit es nicht hier runter geht, sondern damit du die Kurve bekommst und wieder einerseits Lebensfreude empfinden kannst und andererseits wieder für die Projekte da sein kannst, für die Sachen, für die Menschen, die dir wichtig sind. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, Thomas Horst Lembke.